Willkommen zu meinem neuen Lernvideo. Heute soll es um ein Thema gehen, was man in letzter Zeit sehr häufig in den Medien hört, nämlich um das Thema Wasserstoffwirtschaft. Und das Ganze wollen wir mit Hilfe dieses Arbeitsblattes behandeln. Sie können dieses Arbeitsblatt downloaden unter www.laborberufe.de, und zwar dort im Ordner FTC-CT, also im Ordner für die Fachschule für Technik. Und das Arbeitsblatt richtet sich an Personen mit chemischer Vorbildung. Ja, wir leben zurzeit in der fossilen Wirtschaft und noch nicht in der Wasserstoffwirtschaft. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, dass wir uns ganz kurz zu Beginn überlegen, was ist eigentlich das Kennzeichen dieser fossilen Wirtschaft und vor allem, wie ist es dazu gekommen, dass eben das Erdgas und das Erdöl bei uns so eine riesige Bedeutung haben. Und dazu würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, nämlich circa 300 Sekunden, also ungefähr 5 Minuten, und sich dieses YouTube-Video anschauen. Dort wird es nämlich sehr, sehr gut erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Welt ohne Erdöl momentan nur sehr schwer sich vorzustellen ist. Drücken Sie also bitte auf Pause und gucken sich dieses Video an. Also man muss eindeutig sagen, dass das Zeitalter der fossilen Energieträger sicher zu Ende geht und wir wirklich schauen müssen, dass wir eine neue Energiequelle uns erschließen. Überlegen Sie sich doch bitte ganz kurz selbst, was wir hier sinnvollerweise hinschreiben können bei der chemischen Zusammensetzung des Erdöls und der von Erdgas, ganz grob zusammengefasst. Und vielleicht haben Sie auch schon eine kleine Vorstellung und können sich das kurz alleine überlegen, was der Ursprung überhaupt des Erdöls ist. Woher kommt denn das eigentlich? Also ganz kurz eben auf Pause drücken und gucken, versuchen Sie mal zusammenzutragen, was Sie darüber schon wissen. Also Erdöl sind auf jeden Fall Kohlenwasserstoffe, und zwar mittel- bis langkettige Kohlenwasserstoffe. Sehr kompliziertes Gemisch mit einem relativ großen Schwefelanteil auch, der einem auch ziemlich Sorge bereitet, weil Schwefel sehr häufig Katalysatoren auch zerstört und deswegen müssen diese Rohöle und diese Erdöle eben in Raffinerien auch aufgereinigt werden, bevor man sie eben einsetzen kann. Schreiben wir uns also gerade auf: mittel- bis langkettiges Kohlenwasserstoffgemisch. Und hohe Schwefelanteile. Das Erdgas ist deutlich einfacher von der Zusammensetzung. Das besteht zum allergrößten Teil aus Methan, also CH4. Darüber hinaus gibt es aber noch Edelgasanteile, vor allem das Helium. So, das Helium im Erdgas ist sogar manchmal der Grund, warum man überhaupt das Erdgas fördert. Sonst wäre schon jetzt die Förderung eigentlich ziemlich unrentabel. Aber Helium ist ein verknappendes Gut und das kann man eben aus Erdgas auch gewinnen. Helium kommt ins Erdgas rein durch die radioaktiven Prozesse, durch die Alpha-Zerfälle, weil ja, Sie wissen, Alpha-Teilchen nichts anderes sind als Heliumkerne. Und wenn die halt eben Elektronen aufnehmen, werden daraus Heliumatome und die kann man eben dann auch mit dem Erdgas fördern. Der Ursprung des Erdöls, der ist eine Wissenschaft für sich. Allerdings, das ist man sich heute ziemlich sicher, ist das Ganze eigentlich organischen Ursprungs. Und es ist entstanden durch abgestorbene Lebewesen, insbesondere Einzeller, und zwar unter hohem Druck und hoher Temperatur.
entstehen im Jahr, für in vielen Jahrhunderten von Millionen von Jahren entstehen eben solche komplexen Gemische. Allerdings ist Voraussetzung dafür, dass wirklich eine sauerstofffreie Atmosphäre herrscht, weil sonst würde ja CO2 entstehen. Schreiben wir uns also dort gerade auf. Entstand aus abgestorbenen Einzellern unter hohem Druck und Temperatur in hunderten Millionen Jahren und Voraussetzung O2-freie Umgebung. Im folgenden Abschnitt habe ich Ihnen jetzt eine kleine Abbildung abgedruckt, wo die zentrale Bedeutung des Wasserstoffs klar werden soll. Und da ist auch ein Arbeitsauftrag mit verbunden. Steht nämlich jetzt auch da. Ergänzen Sie an den sinnvollen Stellen, das heißt an den Pfeilen oder den Abbildungen im Diagramm folgende Begriffe. Und zum Teil sind Mehrfachnennungen möglich. Also jetzt hier Elektrolyse, Dünger, Haber-Bosch-Verfahren und so weiter. H2O, O2, CO2. Die Stoffe, die können Sie ebenso als Eingangspfeile oder Ausgangspfeile hier ergänzen an den schon bestehenden Pfeilen. Da, wo halt von den Stoffen her was reingeht, machen Sie die entsprechenden Pfeile rein und so weiter. Und gucken Sie halt eben, dass Sie da die Prozesse dann eben hier die passenden dazu benennen. Drücken Sie also bitte jetzt auf Pause und gucken Sie, welcher Prozess wo dargestellt werden könnte. Fangen wir mal auf der linken Seite an mit den Prozessen, die zur Bildung von Wasserstoff führen. Und die kennen Sie, die haben wir nämlich letztens auch behandelt. Einmal ist es eben die Elektrolyse, also aus Strom, aus dem Stromnetz kann man jetzt den Strom gewinnen und mit Hilfe von dem Strom eben dann Wasserstoff herstellen. Dabei wird auch Sauerstoff frei. Dann machen wir einfach hier so ein Pfeilchen nach draußen, O2. Der größte Teil, leider muss man sagen, in Deutschland, der an Wasserstoff hergestellt wird, funktioniert nicht nach diesem Verfahren hier, sondern nach diesem Verfahren. Und zwar aus fossilen Energieträgern wird eben Wasserstoff hauptsächlich gewonnen in Deutschland. Und zwar ist es der Prozess des Steam Reformings oder Dampfreformierung. Da nimmt man CH4, also Methan, und zusammen mit Wasserdampf, der hier eben reingeht, entsteht dann Wasserstoff. Und was bei dieser Reaktion noch entsteht, ist eben Kohlenstoffmonoxid, das dann aber auch genutzt wird, weil aus dem Kohlenstoffmonoxid kann man auch noch weiteres Wasserstoff gewinnen. Also hier können wir auf jeden Fall den Pfeil auch nach draußen malen, CO. Das ist der Weg, wo man von weg will, dass man eben fossile Energieträger dafür opfert, um Wasserstoff herzustellen. Das hier will man intensivieren. Allerdings macht das Ganze natürlich nur Sinn, wenn man den Strom auch aus regenerativen Energiequellen gewonnen hat. Die sind hier dargestellt. Und wenn man halt die hauptsächlich nutzt, um Wasserstoff eben herzustellen, dann ist es der sogenannte regenerative Wasserstoff. Das ist dann eben auch ein solcher Energieträger, mit dem man sozusagen den Strom speicherbar machen kann. Man kann zum Beispiel jetzt im Sommer, wo die Sonneneinstrahlung hoch ist, kann man halt große Mengen Wasserstoff dann bilden und das Wasserstoff ist ja speicherbar und dann in Zeiten, wo halt die Sonne nicht so strahlt, kann man eben diesen Energieträger dann nutzen. Also es ist wirklich auch eine Speicherform der Wasserstoff mittlerweile geworden an sich. Der Wasserstoff kann nicht nur gespeichert werden, sondern natürlich kann der als gasförmiges Medium auch gut in die Ferne transportiert werden über Pipelines. Hier passt der Begriff Ferntransport über Pipelines. Und hier ist auch nochmal ein Stromspeicher eingezeichnet. Also man kann sozusagen letzten Endes auch den Strom, den erzeugt, natürlich auch direkt speichern. Das kann man hier auch auf der Seite schreiben. Auch wenn man den Vorgang, dass man aus Wasserstoff Strom gewinnt, also den Rückwärtsprozess, denn der ist zwar möglich mit Hilfe der Brennstoffzellen, der findet aber nicht in größerem Umfang statt. Das wäre viel zu schade. Allerdings passt es halt eben hier, man kann den Strom, den man eben gewinnt, eben auch speichern. Auf der rechten Seite sind die chemischen Prozesse eher angegeben, da wo Wasserstoff benötigt wird. Und wir können ja gerade mal hier unten anfangen. Das soll natürlich hier das Haber-Bosch-Verfahren zeigen. Also hier wird
H2 gemeinsam mit Stickstoff, kann man hier auch reinschreiben. N2. Kann eben mit diesem Haber-Bosch-Verfahren umgesetzt werden. Zu Ammoniak. Und Ammoniak ist ja die Basis für die Bildung von Düngern. Also hier kann man auch dann als nächstes auch hinschreiben, Dünger. Also dafür werden große Teile des Wasserstoffs auch benötigt. Die fließen also eins zu eins in das Haber-Bosch-Verfahren zur Bildung von Ammoniak und Dünger. Wasserstoff ist allerdings auch ein beliebtes Reduktionsmittel aus den ganzen Metallerzen und Metalloxiden, um daraus die gediegenen, um daraus die Metalle herzustellen. Also hier kann man hinschreiben, Reduktionsmittel für Metalloxide. Macht einfacher. Vereinzeln und schreibe hier hin. Reduktionsmittel. Für Metalloxide. So, hier auf der Seite hat man natürlich auch noch den Brennstoffzellenantrieb. Dafür wird auch Wasserstoff benötigt. Und last but not least, weil mit dem werden wir uns jetzt intensiv beschäftigen, auch synthetische Kraftstoffe lassen sich mit Hilfe von Wasserstoff herstellen. Also hier ist synthetische Kraftstoffe. Man sieht auf jeden Fall die zentrale Bedeutung, die Wasserstoff eben einnehmen könnte in einer solchen Wasserstoffwirtschaft, weil es eben ein transportables Medium ist, weil es ein speicherbares Medium ist und weil man viele technische Anwendungen kennt, wo eben direkt Wasserstoff benutzt werden kann. Außerdem ist es eben auch noch wichtiger chemischer Ausgangsstoff für zahlreiche Synthesen. Hier in diesem Fall sollen einfach noch sonstige Synthesen oder sonstige Anwendungen zusammengefasst werden. In diesem Bild. Schreiben wir uns vielleicht gerade noch hier zum Schluss hin. Sonstige Anwendungen. Man kann also Wasserstoff nicht nur nutzen als in einem Brennstoffzellenantrieb, man kann also tatsächlich aus Wasserstoff ganz gewöhnliches Benzin herstellen, so wie das heute die allermeisten Autos noch benötigen als Kraftstoff. Und wie das geht, da werden wir uns jetzt im nächsten Abschnitt mit beschäftigen. Allerdings kann man schon jetzt sagen, ich meine, Sie wissen alle, Benzine und Treibstoffe, das sind ja auch Kohlenwasserstoffe. Und wenn der Wasserstoff irgendwie da einfließt in die Herstellung der Benzine, muss ja irgendwo auch eine C-Quelle vorhanden sein. Und in der Tat, solche synthetischen Kraftstoffe, die werden benötigen natürlich auch dann entweder Kohlenstoffmonoxid oder Kohlenstoffdioxid. Als Ausgangsstoffe gehen die eben, fließen die damit ein. Und man kann also tatsächlich zum Beispiel hergehen und mit Hilfe von Sonnenstrahlen elektrischen Strom erzeugen über Photovoltaik. Über diesen elektrischen Strom kann man dann Wasserstoff herstellen und mit dem CO2, zum Beispiel CO2 der Luft, man kann also wirklich auch den CO2-Gehalt dadurch senken, kann man hergehen und bis zu einem gewissen Grad solche synthetischen Kraftstoffe herstellen, die dann von den herkömmlichen Autos auch benutzt werden können. Und solche synthetischen Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, die sind jetzt im nächsten Abschnitt etwas genauer dargestellt. Und das ist sogar eine Sache, die gibt es schon relativ lang. Es gibt schon viele, viele Jahrzehnte, diese Möglichkeit, solches Benzin künstlich herzustellen, sozusagen. Und eine dieser ersten Methoden war die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese.
die sogenannte Kohleverflüssigung. Lesen Sie sich doch bitte kurz diesen Abschnitt durch. Und zwar bis zu der Stelle, bis zur Wassergas-Shift-Reaktion. Das sind lauter Reaktionsgleichungen, die Sie eigentlich schon mit Hilfe Ihrer Unterrichtsunterlagen auch aufstellen können, sollten, alleine. Also drücken Sie jetzt gerade bitte auf Pause, lesen und ergänzen Sie hier die Reaktionsgleichung, die verlangt werden. Es gibt mehrere Verfahren zur Kohleverflüssigung, also Möglichkeiten, aus fester Kohle flüssige Kohlenwasserstoffe herzustellen. Wir besprechen hier nur die Fischer-Tropsch-Synthese. Und es geht erstmal bei dieser Synthese darum, dass wir aus dem Kohlenstoff Kohlenstoffmonoxid herstellen. Und in einem zweiten Schritt wird dieser Kohlenstoffmonoxid dann schlussendlich mit dem Wasserstoff von vorher zu den Benzinen oder zu den Kohlenwasserstoffen umgesetzt. So, der erste Schritt ist also letzten Endes die Bildung des Synthesegases. So heißen ja alle diese Gemische aus CO und H2. Und das ist die sogenannte Kohlevergasung, die man eben hier anwenden kann. Das ist eine endotherme Gleichgewichtsreaktion. Das heißt, nach dem Prinzip des kleinsten Zwangs arbeitet man hier bei möglichst hohen Temperaturen, um das Gleichgewicht auf die rechte Seite zu schieben. Und wenn Sie über solche glühende Kohle eben Wasserdampf streichen lassen, dann entsteht also Kohlenstoffmonoxid und H2. Jetzt ist es vielleicht noch nicht optimal von der Zusammensetzung des Verhältnisses Kohlenstoffmonoxid zu H2. Und deswegen ist es auch wichtig und gut, dass es eine Möglichkeit gibt, die Anteile dieser beiden Gase in diesem Synthesegasgemisch eben variieren zu können. Und dafür kann man eine Folgereaktion nutzen, die sogenannte Wassergas-Shift-Reaktion. Man kann also den Kohlenstoffmonoxidgehalt verringern, indem man das mit Wasserdampf umsetzt in einer Reaktion, die wärmetechnisch relativ ausgeglichen ist. Und dabei entsteht noch weiteres Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Der Anteil wird gesenkt, weil es umgewandelt wird zu CO2 und das kann man relativ einfach aus dem Gasgemisch dann entfernen über eine solche Gaswäsche. Also das ist dann die Wassergas-Shift-Reaktion. Und Sie sehen schon eine Sache, wir gehen ja von Kohlenstoff aus letzten Endes bei dieser Kohlevergasung und wir haben vorher vergessen, wir müssen auf die Seite hier als Kohlenstoffquelle nicht nur CO2 und CO hinschreiben, sondern auch Kohlenstoff. Können Sie bitte hier auch ergänzen. So, das sind die klassischen Varianten, die gibt es schon sehr, sehr lang. Jetzt gibt es allerdings noch sehr moderne Verfahren, an denen auch in Karlsruhe geforscht wird, wie man eben noch Synthesegas herstellen kann. Weil letzten Endes, wenn man künstlichen oder wenn man künstlichen Treibstoff herstellen will oder synthetischen Treibstoff, dann muss man eben solches Synthesegas herstellen. Und deswegen sind natürlich gibt es auch sehr elegante Methoden, die direkt vom CO2 der Luft ausgehen und mit Hilfe von dem dann dieses Synthesegas bilden. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie jetzt sich einfach dieses folgende YouTube-Video anschauen. Hier ist auch der QR-Code dazu, circa 10 Minuten und es ist wirklich ein Video, das auch entstanden ist am KIT, weil dort wird an diesem Bereich auch geforscht. Ja, Sie haben es ja selbst gehört. Man kann also wirklich das CO2 aus der Luft filtern, obwohl das nur ca. 0,04% der Luft ausmacht. Und mit Hilfe von solchen Filtern kann man eben reines Kohlenstoffdioxid gewinnen. Das braucht man dann auch, um eben mit Wasserdampf eben hier das Synthesegas herzustellen. Das ist ein elektrochemischer Prozess, der sozusagen die beiden Stoffe dann umwandelt zu Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. Und als Nebenprodukt entsteht hier auch noch Sauerstoff, wenn Sie den Film gesehen haben. Das wird dabei auch noch frei. Und das ist natürlich auch eine Sache, weil Sie wissen ja alle, Kohlenstoffdioxid entsteht ja selbst auch durch die fossilen Energieträger, wenn man die verbrennt. Und hier wäre eine Möglichkeit geschaffen, wo man sozusagen aktiv den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft wieder verringern kann und daraus wieder eben neuen Treibstoff herstellen kann. Sie haben es ja auch im Video gerade eben gesehen, die eigentliche Synthese von dem Benzin, die erfolgt jetzt an solchen Katalysatoren
Und letzten Endes kann man, je nachdem, wie man, welche Gemische man eben einsetzt, wie genau die Anteile sind und welche Katalysatoren man einsetzt, kann man sehr viele verschiedene Treibstoffe gewinnen. Und Sie sollen jetzt hier die Reaktionsgleichungen aufstellen, eben für verschiedene Produkte. Also allen gemeinsam ist, dass man eben solche festen Katalysatoren von Übergangsmetallverbindungen einsetzt und eben, dass bei diesen Prozessen auch immer jeweils etwas Wasser anfällt. Und hier bei der ersten Reaktionsgleichung, die können wir noch gemeinsam machen. Also man geht von Synthesegas aus. Muss natürlich vom Verhältnis her stimmen. Und es soll sich ja hier bei dieser ersten Reaktion, soll sich Methan bilden. Und als Nebenprodukt haben sie immer H2O. Kann man also ziemlich schnell einrichten. Man braucht also hier für diesen Fall hat man ja hier ein Sauerstoffatom, das hat man hier auch, das stimmt schon. Man hat, braucht, und Kohlenstoffatom hat man hier auch. Man braucht allerdings noch drei Wasserstoffmoleküle. Also man muss das Synthesegas so herstellen, dass man eben das im Verhältnis 1 zu 3 mischt, damit das dann eben aufgeht. Sie sollen die analogen Reaktionsgleichungen eben hier dieser Fischer-Tropsch-Synthese selber auch aufstellen. Bei der zweiten sollen Sie eben allgemein ein Alkan herstellen, also CnH2n plus 2 auf der rechten Seite. Und bei der dritten Reaktionsgleichung hier sollen Sie Methanol eben herstellen, als Beispiel für einen Alkohol. Also CH3OH oder CH4O. Formulieren Sie also bitte selber die entsprechenden Fischer-Tropsch-Reaktionsgleichungen, ausgehend von Synthesegas. Gerade auf Pause drücken und selber lösen. So, bei dem Alkan, wenn man das herstellen will, ist es ein bisschen komplizierter als oben. Sie wissen aber auf jeden Fall CnH2n plus 2 und Sie wissen, wenn wir ein CN-Alkan haben, dann brauchen wir selbstverständlich hier auch NCO-Atome. Ja, deswegen hier der Vorfaktor N auch. Und es entstehen dabei natürlich auch NH2O-Moleküle, weil alles, was an Sauerstoff hier drin ist, findet sich nachher im Wasser wieder. Und wenn man dann zählt auf der Seite, wie viel Wasserstoff man insgesamt verbaut hat, dann kommt man drauf, wir haben hier schon mal 2N-H-Atome. Und hier kommen nochmal 2N-H-Atome dazu. Also haben wir schon mal 4N-H-Atome. Und dann eben noch die plus 2. Also 4N plus 2-H-Atome haben wir auf der rechten Seite verbaut. 4N plus 2. Das heißt, wir brauchen auch auf der linken Seite 4N plus 2-H-Atome oder eben halb so viele H2-Moleküle. Also 2N plus 1. H2-Moleküle. Das ist ja gerade die Hälfte von 4N plus 2, ne? Das 2N plus 1. So, bei Methanol ist es wieder einfacher. Das ist auch der einzige Fall, wo kein Wasserdampf entsteht. Es geht also direkt Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff wird zu Methanol. Da braucht man pro Kohlenstoffmonoxid zwei Wasserstoffmoleküle. Sie können sich vorstellen, dass man die nicht so gut voneinander trennen kann, die Reaktionsgleichungen. Und es entsteht halt ein relativ nebenproduktreiches Gemisch und das muss dann eben nachher auch aufgereinigt werden. So, eine weitere Reaktion, die wichtig ist, das Wasserstoff, das kann nicht nur Kohlenstoffmonoxid hydrieren, es ist in der Tat auch möglich, dass man Wasserstoff mit dem CO2 der Luft umsetzt. Und die entsprechende Reaktionsgleichung, die haben wir vorher schon kennengelernt, das ist nämlich die Wassergas-Shift-Reaktion, plus läuft die jetzt rückwärts ab. Und auch das H2, was da eben gebildet wurde durch das Synthesegas, das kann man auch nutzen, um Kohlenstoffmonoxid herzustellen. Weiteres, und wir schreiben also gerade die Reaktionsgleichung nochmal ab von oben, aber diesmal von rechts nach links. Die wird nämlich auch jetzt gleich wichtig sein für die Methanisierung des Kohlenstoffdioxids. Also die gibt es also auch, diese inverse Wassergas-Shift-Reaktion. So, man kann diese ganzen Prozesse zur Bildung von Treibstoff ausgehend von Kohlenstoffdioxid der Luft, kann man schön zusammenfassen in einem solchen Kreislaufprozess. Das nennt man auch Methanisierung des Kohlenstoffdioxids. Schauen Sie sich mal bitte ganz genau die Abbildungen an und versuchen Sie eben die dargestellten Prozesse zu deuten. Und
Gucken Sie, wo die Prozesse, die wir vorher im Einzelnen besprochen haben, wo die sich hier in der Abbildung wiederfinden. Und außerdem sollen Sie auch noch kurz überlegen, wie die Begriffe Power to Gas und Power to Liquid mit dem hier zusammenhängen. Also nochmal genau umschauen, was wir da an Reaktionsgleichungen hatten und wo man das hier wiederfindet. Drücken Sie bitte auf Pause und gucken Sie, dass Sie da die jeweiligen Prozesse wiedererkennen in diesem Kreislaufprozess. So, wie kann man hier unten anfangen? Der bekannteste Prozess, man kann natürlich Wasser eben mit vorteilhaft erzeugtem Strom elektrolysieren und bekommt schon mal die eine Komponente vom Synthesegas, nämlich das Wasserstoff. In einer Nebenreaktion wird Sauerstoff frei bei dieser Elektrolyse. Zum Beispiel durch Photovoltaik bekommt man da die Energie her oder durch Windkraft oder so etwas. So, und mit dem Kohlenstoffmonoxid, das man anderweitig erzeugen muss, kommen wir gleich dazu, können die beiden Stoffe dann in dieser Fischer-Tropsch-Synthese eben den Treibstoff liefern, zum Beispiel Methan. Das wäre dann eben auch ein Power-to-Gas-Verfahren, weil halt eben elektrischer Strom letzten Endes gespeichert wird in Form eines gasförmigen Treibstoffs hier, also in Form von Methan. Das wäre also das Power-to-Gas-Verfahren. Wenn das hier eine Flüssigkeit ist und das andere Benzine sind, dann ist es halt ein Power-to-Liquid-Verfahren. So, hier ist nochmal bei einem Nebenprodukt der Fischer-Tropsch-Synthese war der Wasserdampf. Also man hat auf jeden Fall wieder Wasser. Auch hier ist wieder die Elektrolyse dargestellt, also die Bildung von Sauerstoff und Wasserstoff ausgehend von dem ökologisch erzeugten Strom. So, jetzt braucht man bloß noch die Kohlenstoffquelle. Und als Kohlenstoffquelle kann man eben Kohlenstoffdioxid nutzen. Entweder Sie nehmen eines von diesen modernen Verfahren, wo man das direktes Kohlenstoffdioxid aus der Luft filtern kann, um daraus dann eben mit dem Strom die Treibstoffe zu bilden. Oder man macht es mit der klassischen Variante, die natürlich aber ökologisch nicht vorteilhaft ist. Man kann natürlich auch CO2 durch Kohle letzten Endes gewinnen, zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohle, oder man kann eben den Kohlenstoffmonoxid auch durch die Kohlevergasung gewinnen. Also hier können Sie auch hinschreiben, letzten Endes als Möglichkeit Kohlevergasung. Und hier können wir hinschreiben, zum Beispiel aus der Umgebungsluft. Oder ZB aus Luft. Aber man kann erkennen, mit vorteilhafter Prozessführung hat man eben auf ökologisch saubere Weise eben solchen ganz konventionellen Benzin eben hergestellt und kann damit die bestehenden Verbrennungsmotoren ganz normal betreiben. Man kann sich also folgende Zusammenfassung aufschreiben. Mit Hilfe von regenerativ erzeugtem Strom wird CO2 mit H2O in Methan, das nennt man eben Power to Gas, und andere Flüssigtreibstoffe, das nennt man dann Power to Liquid, umgewandelt. Und das wird auch E-Fuels genannt. Und das ist also sozusagen die Zusammenfassung. Das sind also diese ganzen Power-to-X-Konzepte, die es gibt. Und Sie sehen, in diesen ganzen Reaktionsketten hat Wasserstoff eine zentrale Bedeutung. Ohne die läuft gar nichts. Und deswegen ist halt eben die Möglichkeit geschaffen, eben mit Hilfe von diesem Wasserstoff eben diese Wasserstoffwirtschaft umzusetzen und mit Hilfe von diesem Wasserstoff halt eben diese ganzen konventionellen Techniken ersetzen zu können, über kurz oder lang. Ganz zum Schluss können Sie sich das hier nochmal als Bilanz, auch als Reaktionsgleichung aufschreiben. Auf der linken Seite geht Kohlenstoffdioxid rein und gemeinsam mit Wasserstoff entsteht daraus ein Kohlenwasserstoff. Ich nenne ihn einfach mal CXHY. Und als Nebenprodukt entsteht natürlich auch O2. So. Wenn man hier einen CX-Körper hat, braucht man auch XCO2 hier vorne als Koeffizient.
Und wenn ja HY drin ist, als Wasserstoffanteil, dann braucht man Y halbe H2-Moleküle. Durch die 2 kürzt sich das dann hier gerade weg und es bleibt bloß noch Y stehen. Und bei diesem Prozess werden auch frei X-Sauerstoffmoleküle. Also das X findet sich dann auch hier wieder. Das wäre die entsprechende Gesamtreaktionsbilanz. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was behalten und Sie sehen also, auch wenn die fossilen Energieträger zur Neige gehen, es gäbe Möglichkeiten, Benzine auch künstlich herzustellen, mithilfe von regenerativen, mithilfe vom regenerativ erzeugtem Strom. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns in Kürze wieder.